geben ein Fleischer, ein Tresorhersteller, ein Brauereibesitzer, ein Möbelhändler und ein Zigarettenhersteller. Den Gründungsvorstand der Germania Bank. Die Germania Bank eröffnete 1869 in der Bowery, eine Straße, die von Geschäften deutscher Einwanderer geprägt war. Die Bank wechselte mehrfach den Standort innerhalb der Stadt, bevor sie 1898 das Domizil in der Bowery 190 errichten ließ. Mit dem Entwurf des neuen Firmensitzes der Germania Bank wurde der bekannte deutsch-amerikanische Architekt Robert Meinecke beauftragt, der das Gebäude im Beaux-Arts-Stil erbaute. Die Schlichtheit, Reinheit und Solidität des Bauwerks sollte die Stabilität und Sicherheit der Bank vermitteln. Wahrscheinlich aufgrund der deutschen feindlichen Gesinnung während des Ersten Weltkriegs beantragte die Bank 1917 die Umbenennung in Commonwealth Bank. Unter dem neuen Namen gedieh die Bank und gründete 1923 mehrere Filialen. 4 Jahre darauf übernahm die Manufacturers Trust Company die Commonwealth Bank und fusionierte schließlich 1961 mit der Hanover Bank. Ungeachtet der Namensänderungen, Übernahmen und Fusionen fungierte das Gebäude in der Bowery 190 bis in die Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts als Bankfiliale. Derzeit ist ihr Eigentümer der Fotograf Jay Meisel. Er kaufte die Immobilie 1966 für $102.000. Angesichts der Tatsache, dass die meisten Immobilienmakler den Wert des Gebäudes auf 40 bis 50 Millionen Dollar schätzen, war das ein Schnäppchen. Als Meisel die Immobilie erwarb, war sie bereits im baufälligen Zustand unter Müll, Ruß und Kot. Seither hat der untere Teil der Fassade Vandalen und Straßenkünstlern des Viertels als Leinwand gedient, darunter auch bekannten Persönlichkeiten wie Keith Haring. Vom Anblick möchte man es nicht glauben, doch das 72 Räume umfassende Gebäude ist immer noch ein Einfamilienhaus.